So, hallöch zusammen und ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich hatte neulich ein fettes Problem. Ich habe aufgenommen und es hat nur das Audio aufgenommen. Einfach weil XSplit zu blöd war, dieses Bild hier zu erkennen. Deswegen, ich versuche mich gerade an OBS. Und ja, wie ich recht sehe, meine CPU kocht förmlich und mein RAM ist voll wie ein Bombentrichter. Ich versuche, dass ich das zeitnah mal überarbeiten kann. Ich bin jetzt gerade nicht im Sprechermodus, was mich ziemlich ankotzt. Ich habe jetzt neue Shader reingehauen. Wir benutzen das R3D Texture Pack. Ich habe einen neuen Skin. Eine Sekunde. Einen neuen Skin, den man gerade nicht sieht, weil Rüstung drüber ist. Und ja. Gucken wir doch mal. Das sieht schon echt geil aus und das Ding ist immer noch da. Ich habe mich in der letzten Folge darüber tierisch aufgeregt. Und ja. Wir beseitigen das jetzt mal. Ich habe einfach keinen Scheißbock mehr auf das Ding. Jetzt bräuchten wir Erde, die wir hier finden. Ich habe die Schnauze von dem Zeug endgültig voll. Hier ist doch noch Holz, ey. Ich glaub's nicht. Wenn es sein muss, warte ich jetzt hier, bis das alles weg ist. Das kann nicht sein. Es ist seit Folgen einfach da. Da ist auch noch Holz. Ich komme nicht drauf klar. So. Aber es sieht schon echt geil aus. Ach, diese Reflexion, Alter. Einfach geil. Vor allem das Coole ist, wenn man unter Wasser geht. Jetzt sieht man das jetzt nicht so schön. Aber es ist schon echt verdammt gut. Also die Shader, man sieht unter Wasser einfach. Ja, wir hatten verschiedene Sachen letztens gemacht. Wir hatten, also das, was leider nicht mit aufgenommen wurde, wir hatten das Feld abgeerntet, noch ein paar Bäume weggekloppt, ein paar Creeper zerstört. Ja, sowas geht tatsächlich. Jetzt habe ich wieder vergessen, das eine Plugin, was ich probieren wollte, reinzumachen und hier mal zu machen. Und zwar das, na, World Edit. Damit ich hier mal das Wasser fixe. Die Brücke hatten wir spontan gebaut. Sowas geht möglich, komischerweise. Und wir hatten, weil hier nämlich alles noch mit dieser komischen Fläche damals war, mit den, na, sag schon. Mit, wow. Alter, was? Oh, der ist uns doch tatsächlich hinterhergekommen. Wie ist denn das gegangen? Und zwar, oh, das sieht geil aus. Da ist ein Skelett. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ich sagte, es ist gut. Alter. Jetzt reicht's aber mal. Ja, au, ich gehe drauf. Aua. Na, holla. Holla, die Waldfee. Und zwar, wir hatten nämlich dort bei dem Wasser diese Fläche weggemacht, diese, weil da noch haufenweise Steinzeugs war. Was einfach nicht geil aussah und das hat man sofort gesehen. Hier ist ein Creeper. Es wird schon wieder unerträglich warm im Zimmer. Einfach. Oh Mann. Das kotzt mich übel an. Ja, der hat uns gesehen. Die Framerate knickt gerade ein. 26 FPS, also das ist ja natürlich richtig scheiße. Ich dachte, das geht mit OBS so einfach. Tja, wie man das optimieren kann, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Da einfach mal runter in die Kommentare schreiben. Und ich glaube, das ist echt nicht mehr ertragbar. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich doch das Layout gleich wechseln. Also das Aufnahmeprogramm, weil ich weiß nicht, wie ich es einfach reduziert noch da machen soll hier. Ich brauche endgültig eine neue Grafikkarte. YouTuber, neue Grafikkarte, Angeber, Clickbait-Werbung. Nein, ich will einfach endlich mal die GTX, die ich seit einer Zeit geplant habe. Weil das geht jetzt so hier nicht mehr, weil ich habe gerade zwar eine gute Strix R7370 von Asus, aber die hat nicht das Leistungspotenzial wie diese GTX, die ich mir holen möchte. Und nein, es ist keine 1050 und nein, es ist keine unter 1000. Im Haus geht's. Das sind
30 FPS, wie ihr sehen könnt, aber draußen? Nee, komisch. Na gut, dann gehen wir erstmal pennen. Das ist, wie kann man das optimieren? Weil ich meine, ich habe ja schon. Vielleicht geht's ja mit dem. Wenn ich das Texture Pack rausnehme, dann sieht es aber nicht mehr ganz so geil aus. Dann werkeln aber nur noch Shader. Haben wir vielleicht noch anderes da zufällig an den. Nee, Shader nicht. Ressourcen Packages. Wir haben die 128er gerade. Oh. Oh, fuck. Na gut, dann machen wir das mal raus. Das braucht jetzt einen Moment kurz. Hat sich aufgehangen. Genau, das nehmen wir jetzt raus. Wenn wir das rausnehmen, dann geht die CPU erstens auch mal runter wieder. Zweitens sind die FPS dann wieder. Lol, was? Lol, was? Das ändert kaum was. Der hat genauso zu tun wie vorher. Alter Scheiße. Aber ich mag die Shader. Ja, weißt du was? Dann hauen wir die Shader wieder rein. Fuck, welche hatten wir jetzt? Fuck, die 128er. Ja, aber welche davon? Oh, keine Ahnung. Achso, das ist die 110 und das ist auch die 110. Hä? Na, werden wir ja gleich sehen. Ich mach kurz eine Stichprobe gleich. Dann. Tja, was macht man da? RAM muss ich auch noch erweitern. Oh, das ist alles so viel Geld, was da rausgeht. So, siehst du, das sieht alles gleich viel besser aus, geiler. Aber ich glaube, ich muss die Shader mal reduzieren. Das geht ziemlich auf die Berechnung hier drauf. Ich muss nur kurz überprüfen, ob ich das richtige Texture Pack habe. Ja, habe ich. Weil dort ist immer noch funny aus den damaligen Aufnahmen. Müsste ich eigentlich rausmachen, aber warum sollte ich? Na gut, gehen wir mal in die Grafikeinstellung und schauen mal nach. Dabei haben wir eigentlich schon alles eingestellt. Leistung. An schnelles Rendern. Um die Auslösungsfrequenz erheblich steigern. Schnelles Rendern ist nicht mit Shader-Effekten kompatibel. Bitte deaktivieren Sie Shader und Design. Oh nee. Langsameres Weltladen. Standard. Eins. Schnellstes Weltladen. Träges Chunkladen. Surfer Chunkladen wird flüssiger, indem. Was? An. Okay. Aha. Schnelle Mathematik-Quiz. Benutzt optimierte Sinus- und Cosinus-Funktionen, die den CPU-Zwischenspeicher besser nutzen und die Leistung steigern. Dynamische Aktualisierung, was ist das? Mehr Chunk-Aktualisierung. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden mehr Chunk-Aktualisierungen ausgeführt, während der Spieler stillsteht, um die Welt schneller zu laden. Ja, bitte. Details, Animation, Shader-Effekte, Nebel, schnell, Gehbewegung, VBOs, Vertex-Buffer-Objekte. Ach du Scheiße, was? Benutzt ein alternatives Rendermodell, das ist. Das ist normalerweise schneller. 5% ist das schon. Okay. Angriffsanzeige, was ist das denn? Keine Ahnung. Der Nebel startet beim Spieler, der Nebel startet weit weg vom Spieler. Ja, mach mal 4. Qualität. Die eine beeinflusst nicht die. Okay, klares Wasser. Aus normales Wasser. Besseres Gras. Am langsamsten. Dynamische Gras. Was? Grasseitentextur. Ach du Scheiße. Schrift und diese Schrift von Adrian großen Laden. Ja, okay, dann machen wir das mal. Sumpffarben, ja. Aus schnell, was schneller verbundene Texturen, schöne verbundene, schnell. Hallo. Oh lol. Alles abgeschmiert.
Alles klar. Da ist mein Game abgeschmiert. Alter. Das ist ja richtig mies. Jetzt lädt er erstmal alles zusammen. Ich glaube, das muss ich wieder ausstellen. Das war nicht gut. Discord nervt ja auch übel. So, also ja, sorry, auch wegen der Werbung jetzt oben links oder so. Ich probiere noch. Vielleicht sollte ich nicht auf einem Server spielen. Aber hey, I don't care. Alter, die Grafikleistung ist schon ordentlich minimiert hier. Hoffentlich hat es das jetzt alles soweit erstmal gespeichert. Nebelstart, Qualität, natürliche Texturen. An Standard erzeugt nicht entfernen restigen was rasterartige Anordnung. What the fuck? Oh. Himmeltexturen. Ja, die können wir eigentlich ausschalten erstmal. Verbundene Texturen. Okay, das hat zurückgesetzt. Oh, was? Updated in real time. Enable Blood dropped on the ground. Farbressourcen, besserer Schnee. Was? Kreaturvarianten. Anti-Aliasing. Erheblich beeinträchtigen. Ach du Scheiße. Legometer. Wow. Bildrate anzeigen. Chunk-Renderer. Wisst ihr was? Die machen wir spaßeshalber mal mit rein. Benutze andere, könnte schneller sein. Vollbildauflösung. Tja, würde ich sagen, Standard. Zeitstandard, nur Tag, lol. Krass. Autospeichern, ja, 3D-Effekt, ja, ich glaube es auch. Leistung. Ja, hatten wir, gut. Details. Wolken. Den machen wir schnell, dafür aber die Dings wieder an. Scheiße. Shader-Effekte, ja, wir haben die CUDA-Shader, weiß jeder. What the fuck? LOL. Oh lol. Okay, das wusste ich nicht. Ha, ist ja geil. Wo habe ich drauf geklickt? Ah, Shader-Einstellung. Lol. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Qualität. Andere ist so wie klares Filter, besseres Gras, bla bla bla. Wo waren jetzt die Himmeltexturen da an? Details. Himmel an, Sonne, Mond an. An Bäume. Schnelle Bäume haben solide Blätter. Machen wir die schnell. Wolkenhöhe. Pff. Regen und Schnee. Wenn diese Einstellung Standard schnell. Sterne an. Umhänge an. Gegenstandsbeschreibung. Ja, bitte. Objektschatten. Muss kurz was trinken. Dynamisches Sichtfeld. Was kann das? Okay. Use alternative block models for some blocks. Depends on the selected resource pack. Deaktiviert. Wie Grafikmodus Standard. Hä? Was? Kann sich extrem auf die Leistung auswirken, besonders im Vollbildmodus. Ist fand unmerklich und kann sicher deaktiviert werden. Dann machen wir den auf Standard. Schnell. Ne, dann machen wir schnell. Wolkenhöhe, bla bla bla. Sonstiges. Vollbild aus. Ja, okay. Leistung hatten wir.
Qualität hatten wir auch. Okay, nee, dann haben wir eigentlich alles. Dann möchte ich jetzt nur noch mal im Shader-Effekt die Shader-Einstellungen überarbeiten. Post-Process. Profil Ultra. Ach du Scheiße. Cinematic Low Profile Medium. Oh lol. Shadows. Shadow Map Resolution. Keine Ahnung, da reicht bestimmt 1024. 80 reichen, denke ich mal. Soft Shadows, Normal Mapping. Oh geil. Effekte. Ich will es eigentlich Distance Blur. Oh ja, das will ich haben. Shaking Kamera. Shaking Hand, ja. Die Kamera, ich weiß nicht, kann sein, wir kotzen gleich, aber okay, probieren wir. Bloom. Was ist, wenn ich das alles anmache? FPS, ich glaube, es sagt. Alter, die Kamera ist schon geil. Ey, genau, das lassen wir so. Das ist geil. Optionen, Grafikeinstellung. Wo hatte ich das gerade? Shader-Effekte, Shader-Einstellung. Das hätte ich eigentlich alles off-screen machen sollen, aber ich will euch das am besten auch mal zeigen. Jeta, was ist das denn? Effect Wish Present Only in the End. Ah, Shaking Hand, ja. Dirty Lens. Oh, geil. Depth of Field. Distance Blur. Shaking Camera, Bloom, machen wir aus. Und jetzt? Oh, guckt euch das an! Ey, ist das geil oder ist das geil?